Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 33 von Graveyard Keeper mit allen seinen DLCs. Und ja, wir sind auf der Suche nach Öl. Das machen wir gleich nach dem Intro. Schauen wir uns um, wo wir das kriegen. Ich denke mal, dass wir im Dorf oder sowas das finden müssen. Müssen wir da mal hingehen. Ich würde sagen, nach dem Intro gucken wir weiter. Bis gleich. So, dann laufen wir mal los. Aber hier in der Kiste haben wir ja nichts, ne? Hatte ich schon reingeguckt, oder? Hier ist noch ein Glaube dran, den. Oder ein flüchtiges Gebet, okay. Ah, ne, wir brauchen nur eins davon bestimmt. Geschichte. Wenn ich wüsste, gefertigt an Zufalls. Textgenerator, Arbeitstisch. Kann ja sein, dass ich da Papier für haben muss und dann die Geschichte darauf schreibe, dass das dann. Gehen könnte? Und dafür brauchen wir Haut. Geschichte fertig an Zufall, Experten. Geschichte fertig an Zufall. Ich werde das mal mit dem Ding ins Schweinehaut hier probieren, wenn das das Richtige ist. Vielleicht kriege ich da ja Papier raus. Rechtmäßiger Bürgerzertifikat, okay. Weiß auch nicht, wofür man das braucht. Ja, wir gehen ins Dorf und gucken, dass wir Öl kriegen. Ist hier noch was drin? Fett. Fett ist irgendwie wichtig für Leichen auseinanderzunehmen und da das Passende zu extrahieren. Da unten ist der Geist. Was wollte der noch haben? Ach so, Bärenkuchen oder was war das, ne? Schauen wir mal. Oh, hier gallert's ganz gut. Gehen wir mal hier rein. Bei Regen habe ich auch keine Lust. Der braucht Tinte und Papier. Der war sowieso noch nicht ansprechbar. Digos. Handel. Hier. Ne, hier ist, glaube ich, kein Öl. Traubentorte. Ach, warte mal, der hat hier Kuchen. Zwiebelringe. Gibt es hier auch einen Kuchen, den ich schon backen kann? Ne. Den ich schon kaufen kann? Traubentorte. Okay, das geht nicht. Kann ich den. Kriege ich bei ihr Rezepte? Handeln, das wollte ich machen. Lecker und gesund. Rezept Konditorei. Rezept Pasteten, nee. Die hat kein Kuchenrezept. Gut, dann ist das da nicht. Aber wir brauchen sowieso erstmal noch das Öl, oder? Hier gallert es immer noch. Hier ist keiner. Der Schmied ist jetzt gerade auch nicht da. Was haben wir denn für eine Zeit? Da unten, die grüne Zeit. Lass uns mal gerade gucken, welcher NPC ist denn in der grünen Zeit unterwegs. Ah, Schlange, okay. Da haben wir aber nicht das Entscheidende, nämlich dieses Rezept, was uns da fehlt, ne? Hier gibt es Salat. Da oben komme ich aber nicht. Doch, da links komme ich raus. Es hat zum Glück aufgehört zu regnen. Ja, was ist das für ein Loch? Ja, ich erinnere mich schwach, dass da irgendwas vergraben war, was wir ausgegraben haben. War irgendeine Aufgabe. Was ist hier? Ach, hier ist dieser Typ. Der, sag schon, Hand verkauft, ne? Warte mal, Hand, wenn er Hand verkauft, dann hat er auch Öl. Handeln. Samenöl. Ist das das Öl, was wir brauchen? Samenöl, gefällt dir in Rankenpresse. Hanf gibt's da. Wir haben 1,39. Ich kaufe jetzt einen. Ich weiß nicht, ob es das Richtige ist, aber ich nehme es mal mit, ne? Ja. Okay. Wieso liegt da noch ein Beil? Ich bin jetzt auch noch voll geladen, kann ich nicht mitnehmen, ne? So ein Shit.
Welche haben wir? Immer noch Schlangenzeit, okay. Hier unten ist ein Schädel. Überall ist was ausgegraben. Und hier ist eine Presse. Kann ich die auswählen? Nee, ne? Nee. Nee. F geht noch nicht. Okay, das ist ihm seine Presse dann. Wahrscheinlich muss ich da erst was erledigen, damit ich seine Sachen nutzen darf. Handel, Eier und Federn. Brauche ich jetzt nicht. Aber gut zu wissen, ne? Müssen wir nur dran denken. Kann man hier was machen? Ne. Das war der Imker, ne, oder? Der hat Bienenwachs, Honig und Biene. Hilft mir gerade auch nicht weiter. Da ist noch jemand. Was handelt die? Butter, Käse, Milch und Milchkrug, okay. Ist da noch einer vor der Tür? Nein. Er hier. Viel Spaß, Kumpel. Torf. Kauft er auch Torf? Ernteabfall. Ja, den produziere ich selber, den muss ich mir nicht kaufen, mal eben. Hier ist ein Holzfäller. Okay. Dem könnten wir auch was verkaufen, ne? Holzbalken. Holzbalken bringt richtig viel Geld. 39, kaufen wäre 58. Holzstückchen, Keile. Das können wir alles selber vielleicht bauen, oder? Aber der hat da Werkzeuge, ne? Wenn ich dem was verkaufe, ne? Dann wird ja der Rang hier auch irgendwann mal frei, ne? Ja. Feuerholz, na, ich glaube, den Balken haben wir jetzt vertickt, da haben wir schon ein paar Cent gewonnen. Ne? Gibt es hier irgendwo noch was? Da geht noch ein Weg weiter. Schauen wir mal, was da oben noch ist. Sein Holzlager. Ah, da ist ja noch einer am Zelt. Holzfäller, aber der will nichts mit mir zu tun haben. Ich kann nur gehen, okay. Dann nicht. Kann ich hier irgendwo lang gehen? Ah, da ist nicht der Weg lang. Das Marmor oder was? Hier kriegen wir Stein, oder? Aber kann ich nicht, doch kann ich mitnehmen. Stein habe ich gekriegt, okay. Und hier war Marmor oder was? Aber den kann ich noch nicht. So wie es aussieht. Verkauft er noch was anderes wie Steine? Da kriegt man 21 für, wenn man den verkauft. Okay. Aber bringt mir gerade nichts. Hier ist irgendwo der Müller. Ich glaube, oben kann man reingehen, ne? Oder? Ja. Aber da kann ich dann nur Mehl kriegen oder sowas wahrscheinlich, oder? Mir so langweilig, wenn ich nichts zu tun habe. Ja, genau. Mehl. Hier hinter verbergen sich auch noch Dinge, aber er bringt mir gerade nichts, oder? Könnte Mehl gegen Holz tauschen, aber ist jetzt nicht so. Was ist hier für ein Beet? Ist ein Grab. Okay. Kann er das schön machen? Grabstein reparieren. Machen wir das doch mal. Vielleicht macht das Sinn. Jetzt ist schon mal auf Null. Das muss ich entfernen, um exhumieren können. Ja, okay.
Jetzt hat es auf jeden Fall 0. Das ist doch schon mal was, oder? Was war hier unten? Ach, das ist der Junge, der Bauersjunge, ja. Du darfst nicht, okay, aber Papa darf bestimmt was sagen, oder? Handeln. Ah, hier gibt es Karotten, Gemüse und Samen. Weizensamen, Rübensamen. Ich könnte dem das verkaufen. Macht aber, glaube ich, gerade keinen Sinn. Okay. Dann gehen wir mal zurück. Hier doch quer durchs Feld gehen können, ne? Ja. Oben Hexenhügel. Bringt uns auch nicht weiter, glaube ich. Hier links hat man schon irgendwelche Felder bestellt oder so. Kann das sein? Ja. Hier kann man herrichten, ne? Dann könnte ich was einpflanzen. Es wird schon dunkel. Ich sollte zurückgehen. Da rechts war auch unsere Kiste, ne? Okay. Wer kommt denn als nächstes? Der Pfeil nach oben da. Wir haben jetzt das Öl. Warte, jetzt weiß ich nur nicht, ob das das richtige Öl ist, ne? Ich glaube, das müssten wir am Herd wenn nutzen, ne? Oder? Mehlteich. Bärensaft. Apfel fehlt uns. Super. Ne, hier gibt's nichts, was ich brauche. Teig, Gebäckteig kann ich mal, aber ich kann nicht backen. Kuchen. Bärentorte, da ist sie doch. Bärensaft und Gebäckteig. Der wollte eine Bärentorte, oder? Dann brauche ich doch hier nur den Teig machen und den Bärensaft. Den Bärensaft brauche ich noch Äpfel für, okay. Habe ich aber nicht. Und den Teig? Muss ich Wasser besorgen? War das jetzt Gebäckteig, den ich dafür brauche? Oder? Dann bräuchte ich den Milchkrug, den ich eben schon gesehen habe, wo es den zu kaufen gibt. Mehl ist klar. Und Eier. Gebäckteig ist es. Okay, und das bedeutet, ich brauche die Milch und ich brauche die Eier. Und Mehl. 2, 1, 1. Und Äpfel brauche ich. Äpfel waren 3, ne, für den Saft, oder? Ja, 3 Äpfel. Den müsste ich doch da unten auch kriegen können, oder? Haben tue ich das jetzt aber hier nicht irgendwo drin, ne? Geschichte. Ich will mal gerade gucken wegen dem Papier. Da war nix. Okay, wer ist denn jetzt hier dran, ne? Ist das der Bischof oder wer war das? Ne, Inquisitor. Bringe 20 Brennholz zu dem Flugblatt für die nächste Verbrennung. Erlange die Erlaubnis, die Dinge sein. Brennholz, 20 Brennholz. Komm, dann kümmern wir uns gerade ums Brennholz. Ich glaube, so viel Brennholz habe ich jetzt gerade nicht da, oder? Doch, so viel Brennholz habe ich da. Aber ich brauche nur diese Zettel. Flugblätter. Gucken, wo ich Flugblätter machen kann. Ich glaube, unten am Dingens, oder? Am Tisch war das. Schlange ist noch da. Ich dachte, der wäre schon weggegangen. Nee, hier ist nicht.
Kann man hier Flugblätter fertigen? Nee, eigentlich nicht. Wo war ich denn mit den Flugblättern machen? Hier nicht, ne? Wo konnte ich Flugblätter fertigen? Ich war doch schon mal irgendwo so weit. War das doch hier? Arbeitszimmer. Ja. Nee, hier auf jeden Fall nicht. Aber das muss doch hier irgendwo gegangen sein. Und ach, hier. Schweinelederhaut. Tinte geht hier auch. Okay, Stift und Tinte. Die Feder kriege ich da hinten und das Tinte gefällt hier gegen Arbeitstisch, okay. Schweinslederhaut. Papier kann ich jetzt nicht mitnehmen, oder was? Sind wir so voll beladen? Was kann ich denn jetzt weglegen? Nee, zerstören will ich das jetzt nicht. Was ist jetzt hier Kiste? Wo ist denn die Kiste? Leeres Papier, aber das sind keine Flugblätter, oder? Leeres Papier. Ja. Kann auf dem Arbeitstisch für zwei zerlegt werden. Arbeitszimmer zerfällt in. Da kriege ich Forschungspunkte von. Das will ich jetzt gerade nicht haben. Ich müsste wissen, wie ich die Flugblätter kriege. Tinte, Stift, Schwanzlederhaut, Schwanzlederhaut. Und das hier ist leeres Papier. Das habe ich hier schon gemacht. Und. Wie viel bräuchte ich für den NPC? 10 Flugblätter. Ich hätte aber nur 8, oder? Gucken, ob das reicht, ob es das ist. Aber ich glaube, das passt nicht, ne? Dann muss ich zum Hexentanzplatz, oder? Ich glaube nicht, dass das das Richtige ist. Aber wir können es ja probieren, dann wissen wir es. Gut, dass wir da keine Möhren drin haben, dann kriegen wir auch keine Leichen, ne? Weil das ist ja gerade nicht so leicht. Flugblatt, ich weiß aber nicht, ob Papier einfach Flugblatt ist. Ich glaube nicht, oder? Ist bestimmt noch was anderes, Flugblatt. Werden wir gleich erfahren, wenn wir bei dem Typen sind, wenn er hier ist. Aber müsste er ja eigentlich, ne? Da ist er. Ja, die sehen etwas anders aus, ne? Bringe 20 Brandlos und 10 Flugblätter für die nächste Verbrennung. Erlange die Erlaubnis, die linke Seite ist wieder freizuschalten. Meine Erlaubnis. Okay, ich habe eine Erlaubnis gekriegt. Wenn du etwas Fertiges aufhörst, gib mir sofort Bescheid. Aufgabe beendet. Ah, eine Aufgabe habe ich erledigt. So, jetzt nur noch die Flugblätter. Inquisitor 20. Aber wo kriege ich die Flugblätter gemacht? Das ist jetzt die Frage. Weiß ich nicht mehr. Am Kirchentisch.
Das ist jetzt ein bisschen doof, weil... Ne, ich muss noch weiter runtergehen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich die Flugblätter hätte machen können. Geht das hier irgendwo? Ne, ne? Nein, was ist hier? Hier ist nichts. Da komme ich bei mir rein, da will ich jetzt gerade nicht hin. Flugblätter, also ist das einzigste hier unten, ne? Machbar, oder? Stift, Tinte, Schweinshaut. Das ist nix. Hier ist auch nichts. Und hier? Da brauche ich den Glauben für den, den ich habe, um das zu untersuchen. Okay. Da kriege ich Dingens von. Bringt mir auch noch nichts. Das kann ich hier auch nichts. Ja, das wäre schön, wenn ich das noch was machen könnte, aber das geht wohl nicht. Beschleunigungspulver. Kriege ich da grünes Zeug? Wir werden es gleich wissen. Ah, grüne Sachen kriegte ich, die bräuchte ich jetzt nicht so wirklich. Was ist das denn jetzt? Inventar schon wieder voll oder was? Na klar. Da muss ich erst wieder was weglegen, ne? Scherben. Schweinslederhaut. Die braucht man sowieso hier unten, kann sie auch hier unten bleiben. Was ist das jetzt für ein Ding? Beschleunigungspulver ist es immer noch. Ich habe es nur untersucht, aber habe es wieder gekriegt. Okay. Sehr schön. Ja. Hier ist jetzt auch nichts mit der Alchemie. Warte, was sind das denn hier für Tische? Kirchenarbeitstisch, okay. Und das ist ein Arbeitstisch. Da gibt es also noch einen Tisch mehr, den ich dann noch machen kann. Stufe 1. Dafür brauche ich eine Holzplanke und verbesserte Kegelförmigen. Okay. Schriftrollenregal. Okay. Handmischer. Ja, ich brauche Bretter auf jeden Fall dafür. Naja, die haben wir erstmal hier nicht. Hier Kirchenbank, Windwandleuchter, Kerzenständer, okay. Hilft mir jetzt alles hier nicht weiter. Oh, hier ist aber schlecht Wetter draußen. Grabstätte, nee, das brauche ich nicht. Kiste und Blumenerde, jetzt hier gerade nicht. Okay, ja. Das hat uns... Ach, wir sind schon wieder einen weiter hier, ey. Das habe ich jetzt im Keller nicht gemerkt, ne? Was ist das hier? Astrologe. Hol dir Tagebuch des alten Wärters aus der Kirchenkeller. Ja, das kriege ich nicht hin. Da weiß ich auch noch nicht, wie das geht. Da muss ich hier Schlange erst überzeugen, glaube. So, was können wir hier machen? Die Umrandung und sowas, okay. Holzkreuz, Holzumrandung. Fertigen wir jetzt mal, ne? Ne, das war falsch. So geht fertigen. So, dann kann ich das wieder nicht mitnehmen, weil meine Kiste schon wieder nichts leer geht. Das Pulver lasse ich jetzt hier. Ist zwar die falsche Stelle wahrscheinlich, den Salat. Ne, den wollte ich eigentlich essen. Also wenn ich die Kiste auf habe, geht das wahrscheinlich nicht. So, jetzt habe ich das dann gekriegt. Keramikschüsseln, die habe ich schon erledigt. Hier gibt's Wasser. Wasser brauche ich fürs Dingens, sag schon. Kann ich auch nicht tragen, ne?
Schmeiß die Scherben raus. So, das Wasser brauche ich da oben für, um hier Essen zu machen. Den Teich. Wo ist er? Hier, ne? Nee. Da, aber. Da muss ich wahrscheinlich erst den Eimer nochmal bearbeiten. Benutzen. Jetzt habe ich 20 Wasser davon gekriegt. So, 20 Wasser haben wir. Jetzt brauchen wir Mehl. Haben wir noch Mehl? Nein, hier ist auch noch Wasser ohne Ende drin. Pack das mal rüber. Hier ist Weizen. Kriege ich aus den zwei Weizen noch was raus, was ich brauche? Nee, 4 brauche ich. Ja. Kann ich hier das Entscheidende irgendwie anpflanzen? Wahrscheinlich nicht, ne? Kann ich das fertigen? Ah, Samen haben wir nur, Hanfsamen haben wir nur 3. Sonst haben wir gar keine Samen dafür, okay. Ja. Weizensamen 3, Rübensamen, ja, es sind überall zu wenig Samen. Bringt uns also gerade nicht weiter. Leeres Beet brauchen wir jetzt auch gerade nicht. Wenn ich das mache, was passiert dann? Das Gebiet wird dann umgegraben? Ich glaube ja, ne? Ja, okay. Pflanzen, aber da wollen wir erst düngen. Haben wir hier Dünger? Jetzt ist gerade kein Dünger angezeigt. Ist auch wieder cool, oder? Okay, machen wir gerade nicht. Eisenerz habe ich aber nicht hier. Da komme ich nicht durch. Hier könnte ich Brennholz machen und Holzkeile. Hier kriege ich aus dem Baumstamm das. Bringt mir gerade auch nicht weiter. Nee, da wollte ich nicht. Ich wollte dahin. Da kann ich meine Werkzeuge machen und da kann ich das Eisen. Aber da brauche ich Eisen. Hier habe ich nichts dafür. Ah, den Brennstoff habe ich, ne? Habe ich nicht mehr, kann ich nicht mehr machen. Holzmarkierung fügt dem Grab ein Dingens hinzu. Okay. Öl. Das ist gelb. Okay, jetzt wissen wir, wie Öl aussieht. Was wir brauchen. Eisenrüstung, Eisenmeißel. Haben wir alles nicht. Hier fehlt uns ein Eisenbahn für ein Schwert. Hier könnte ich was schleifen. Hab ich, kann ich anfertigen. Machen wir unsere Schippe mal wieder heile, oder? Jetzt sag mir nicht, ich kann es wieder näher aufnehmen. Weil hier alles voll ist. Glaubst du doch nicht. Ich komm doch da hin, oder? Ach Mann, ey. Komm, gehen wir gerade zum Friedhof, machen den Rahmen da irgendwo drumherum. Und dann können wir bestimmt gleich unsere Schippe auch aufheben wieder. Keine Leichen da. Passt, ne? Oh, ich sehe schon, die Zeit läuft mir weg. So, das machen wir da dran. Und dann kriegen wir
minus 14 auf unserem Friedhof. Sehr schön. Okay, ich würde jetzt aber erstmal sagen, machen wir erst hier wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.